Was wir heute nicht machen wollen als schließende Regierung, ist irgendwie eine Diskriminierung gegen die andere abzuwiegen und zu sagen, naja, ihr werdet irgendwie richtig scheiße behandelt in dem Staat, aber ehrlich gesagt, wir werden das weiterhin legitimieren als EU, weil wir irgendwie Angst davor haben, dass ein anderer Konflikt schlimmer wird dadurch. Aber der erste Punkt als Rebuttal, den ich hier bringen möchte, ist, dass wir keinen Mechanismus, keinen glaubwürdigen Mechanismus bekommen haben von der Oppositionsseite, wie das genau passieren wird. Ein Punkt hierauf direkt. Die IS steht gerade an den Toren der Türkei. Die haben ein verdammtes Eigeninteresse, dort gegen anzukommen. Ja? Selbst wenn Assad ein weiterer Gegner in der Region ist, heißt das nicht, dass die sich freuen, wenn die IS irgendwie ihre Grenzen überschreiten. Okay? Das ist hier eine Sache, die wir aufklären mussten. Dann wird auch gesagt, dass wir unseren Partner dabei vor den Kopf stoßen. Die sind daran interessiert, dass wir ihnen auch Unterstützung geben im Kampf gegen die IS. Die sind daran interessiert, dass wir sie weiterhin in der NATO haben. Das läuft nicht einfach nur einseitig. Das ist wie alle internationalen diplomatischen Beziehungen. Da gibt es meistens gegenseitige Interessen, sonst kommen die gar nicht erst zustande. Und diese Interessen stehen hier eindeutig auf der Regierungsseite, werden nämlich verhindern, dass die Türkei irgendwie so angepisst ist, dass sie komplett den Kontakt mit der EU lösen wird. Was hat Dessi noch gesagt? Dessi hat darüber geredet, dass der Konflikt intern aufgearbeitet werden muss und wir hier irgendwie ein ganz schlechtes Zeichen setzen. Wir sehen einfach nicht, wo dieser Konflikt in den letzten hunderten Jahren, in denen die Kurden dort unterdrückt wurden, aufgearbeitet wurde, und wir sehen auch keine Bestrebungen der türkischen Seite, auf diese friedlichen Verhandlungen, die angeregt werden, durch die PKK-Bewegung einzugehen. Wir glauben nicht, dass hier tatsächlich eine Aufarbeitung stattfindet. Aber auch wenn es das tun würde, sagen wir, und das war hier unsere Linie, wozu ich gleich in meinen eigenen Punkt kommen will, das Ziel der Autonomie ist gerechtfertigt dadurch, wie die Kurden in diesem Land unterdrückt werden, ist gerechtfertigt dadurch, dass sie strukturell keine Chance haben und staatlicher Willkür ausgesetzt worden sind in den letzten hunderten Jahren und wir uns darum nicht gekümmert haben. Und wir sagen, was ihr macht, indem ihr das auf der Terrorliste lasst, ist eben nicht, und das ist auch das, was Philipp reingebracht hat, ist eben nicht zu sagen, dass wir einfach nur Mittel verurteilen. Wir können weiterhin Gewalt verurteilen, wie wir das auch in ganz vielen anderen Konflikten tun. Aber was wir hier verurteilen, ist das Ziel und die Bestrebung, für die die PKK symbolisch steht. Menschen differenzieren nicht so stark. Menschen sehen nicht irgendwie verschiedene Strömungen in Bewegung und können dazwischen differenzieren. Was die sehen, ist, die PKK steht für Autonomie der Kurden, die PKK ist Terrorist, terroristisch ist gleich, die Autonomiebewegung ist schädlich und gefährlich und wir müssen sie irgendwie delegitimieren an der Stelle. Wir glauben, das ist extrem schädlich an dieser Stelle. Dann hat irgendwie das hier gesagt, dass es keinen, oder es wurde von beiden reingebracht, dass es keinen Mechanismus auf unserer Seite gibt, wie wir tatsächlich zu einer Verbesserung der kurdischen Situation führen wollen. Was wir hier nicht sagen wollen, liebe Dessi, ist, dass irgendwie Erdogan auf einmal aufsteht und sagt, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Das wäre doch mal eine Sache. Wir verbieten die einfach gar nicht mehr. Natürlich nicht. Was wir glauben ist aber, dass Symbole und Signale zu setzen das Einzige sind, was wir im internationalen Raum haben, wenn wir staatliche Integrität, was die erste Opposition hier so unbedingt will, tatsächlich respektieren, ist das Einzige, was wir machen können, um einen Missstand anzugehen, um einen Missstand zu verbessern. Auch wenn dieser Missstand sehr viel langsamer verbessert werden wird, als das, was Dessi hier, ein kluger Kopf hat mir mal gesagt, geh nicht von dem dümmsten Szenario aus der Gegenseite. Und ich glaube, da hatte Kai absolut recht. Von dem dümmsten Fall unserer Seite ausgegangen, den wir natürlich nicht vertreten. Wie wird das also, hier funktionieren? Und das ist das, was Philipp euch eben in dieser Debatte als neuen Punkt reingebracht hat und warum wir diese Debatte gewinnen sollten. Es gibt eine Antiterror-Narrative in der Türkei und die wird dazu genutzt, um Kurden aktiv zu unterdrücken. Und zwar nicht nur die, die Bomben abgeworfen haben, nicht nur die, die vielleicht wirklich Dinge gemacht haben, die wir nicht als legitim heißen, sondern einfach mal alle. Einfach jeden Einzelnen, der ihnen irgendwie nicht in den Kram passt. Jeden Einzelnen kann man nämlich dann einfach sagen, dass man glaubt, dass der mit der PKK in Verbindung steht. Und damit hat die Türkei ein legitimes Mittel zur Hand. Und das wird auch von anderen Akteuren im internationalen Raum genutzt, wie den USA zum Beispiel. Ein legitimes Mittel, weil sie sagen können, wir kämpfen nur gegen den Terror in unserem Land und das muss doch jeder verstehen und können damit die strukturelle Unterdrückung der Kurden weiterhin aufrechterhalten. Was wir jetzt machen ist, wir legitimieren das, weil wir nämlich dieses Antiterror-Narrative nicht nur nicht irgendwie uns dagegen aussprechen, sondern das genauso benutzen, weil wir auch sagen, der einzige Weg ist irgendwie, sie alle als Terroristen über einen Kamm zu scheren und deshalb ihnen keine Möglichkeit
Möglichkeit zu lassen, sich dieser strukturellen Unterdrückung zu entziehen. Was hat die erste Opposition hier gemacht? Sie haben ganz viel über diesen IS-Kontext geredet und darüber, wie schrecklich der Krieg da ist und was da passiert. Wir wollen auch nicht, dass irgendwem Hände abgehackt werden. Wir wollen auch nicht, dass Frauen vergewaltigt werden. Wir sagen auch nicht, dass wir das bei der PKK auf einmal gutheißen müssen, nur weil sie nicht mehr auf dieser Liste stehen. Das sind weiterhin Dinge, die nicht mit unseren Werten übereingehen. Aber was wir sagen ist, die Definition der Unterdrückung der Kurden in der Türkei hat hier komplett gefehlt auf der gesamten Seite. Diese Leute werden nicht nur ein bisschen weniger gemocht als die Türken in der Türkei, ja? Diese Leute sind Willkür ausgesetzt. Die werden aus ihren Dörfern vertrieben. Das sind Dinge, die vor unseren Augen passieren seit Jahren und wir haben uns nicht darum gekümmert. Nein, wir haben es sogar mit legitimiert und damit unterstützt. Das Einzige, was wir jetzt machen können und das Mindeste, was wir machen sollten, ist diese Legitimation aufzuhören, ist zu sagen, wir erkennen einmal an, es hat hier eine Wende stattgefunden in den Mitteln, die ihr nutzt. Und zu sagen, wir erkennen an, dass wir vielleicht nicht im Recht waren, euch direkt auf die Terrorliste zu setzen. Wir haben im Zuge der EU-Verhandlungen mehr Fortschritt und Rechte für die Kurden erkämpft als in den vergangenen 100 Jahren davor. Jetzt wollt ihr aufhören, die Ängste und Anliegen der Türken anzuerkennen und zu sagen, ihr liegt falsch, lasst sie einfach kämpfen. Danke, Dessi. Auch die Sachen, die die Kurden wollen, sind differenziert zu betrachten. Es gibt Kurden, die möchten gerne in der Türkei bleiben und die möchten, dass die Situation sich dort verbessert. Dafür gibt es diese andere Partei, über die wir hier auch schon geredet haben, deren Namen ich leider vergessen habe. Und wir sagen, das ist legitim und wir sagen, es ist gut, wenn die Fortschritt erzielen. Aber was wir auch sagen ist, wenn ich hunderte von Jahren unterdrückt wurde, wenn ich niemals auch nur die leiseste Möglichkeit zugesprochen bekommen habe, von dem Staat, zu dem ich gehöre, mich irgendwie für meine Rechte einzusetzen, dann ist es genauso legitim, dass ich sage, ich möchte nicht innerhalb der Türkei ein bisschen besser die Situation finden können. Ich möchte hier nicht ein bisschen mitgestalten können. Auch, und ich möchte nicht sagen, das reicht mir, dass ich irgendwie einen Bürgermeister gestellt bekomme, sondern wir sagen, es ist legitim, dass diese Leute eine Autonomiebestrebung machen. Das heißt, wir legitimieren nicht terroristische Mittel der PKK, aber wir legitimieren die Autonomiebewegung, die ihr als komplettes denunziert. Und Desi, was ihr macht, ist, ihr denunziert diesen neuen Staat, weil ihr die Autonomiebewegung allgemein denunziert. Was wir machen, ist, wir legitimieren einen neuen kurdischen Staat, weil wir die Autonomiebewegung uns davon abwenden wollen, sie zu delegitimieren. Aus all diesen Gründen, gegen diese Narrative und für einen kurdischen Staat.